Ja, moin moin ihr Lieben, hier ist Matsu Hake von Faro Gaming und zwar heute mal mit einer, ja ich würde sagen, Blair Witch Remake Serie. Und zwar, uns fehlen ja noch ein paar Errungenschaften, also wir haben noch nicht alle Errungenschaften, das heißt also, uns fehlt ja noch ein bisschen was. Also uns heißt ja der Abschied hier, finde heraus, was mit Bullet Gechain ist, die letzte Übertragung, finde heraus, was mit Peter passiert, geschehen ist und sorge dafür, dass der Pizzatyp durchdreht. Müllmann, ja, hebe ein bisschen Müll auf, aufgefallene Kameraden und sowas. Also uns fehlt hier noch ein bisschen was. Und deswegen habe ich ja gedacht, okay, wir machen mal so ein kleines Remake von dem Ganzen. Und gucken mal, ob wir diese Errungenschaften vielleicht noch finden werden oder finden, je nachdem, sag ich mal. Deswegen sage ich einfach mal herzlich willkommen in meinem Video und wir gehen natürlich gleich rein. Die Filmsequenzen vorne haben wir mal übersprungen, ein bisschen kennen wir die Stories ja. Also wir suchen halt einen kleinen Peter. So, wir sollen halt hier immer ein bisschen hier mit dem... So, hier Funkgerät. Alter, warte mal. Ja, geht natürlich wieder nicht. Na super. Ja, gehen wir mal zurück hier. So, machen wir nochmal Spiel fortsetzen. Mal gucken, ob es funktioniert. Boah, rot. Ich habe so viele Karotten gegessen. Also mal gucken. Ja, geht jetzt. Okay. Funktioniert. No point in waiting any longer. So. Channel 2 auswählen. Ellis to base. Did you copy? Ellis, what are you doing out here? Joining the search party. Ellis, if you think you got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullet's with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You got a point there. You think you're up for it? Your health issues, they're not gonna be a problem. Yeah. Sir. I'm not gonna screw this up. Not this time. Well, all right then. Just stay in the rear. Make sure we haven't missed anything. Jawohl. Roger that. Over now. Well, time to get to work. Wir waren ja auch zum Beispiel nicht in diesem Steinbunker oder was das ist. Dort waren wir ja gar nicht. Ja, dort waren wir ja nun mal gar nicht, weil wir das Schloss nicht aufgekriegt haben. Ja, wie gesagt, das hier ist halt Bullet und er weicht halt nicht von meiner Seite. Er hört halt Pfeifen, komm, Haustier, bleib hier halt. Ein bisschen rumdaddeln und suchen. Das kennen wir ja ein bisschen. Wir geben ihm den Befehl natürlich Such. Und damit schnüffelt er schon mal los. Ab geht die Post. Geht los hier. Los. Ab Marsch. So. Genau. Also das ist ja Peter. Also den jungen, kleinen jungen Mann suchen wir natürlich immer noch. Da müssen wir dann mal sehen. Es gibt ja zig verschiedene Dinge. Ist nur ein Waschbär. So. Spielende Nachrichten. Jazz hat angerufen. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Ruf bitte zurück, wenn du kurz Zeit hast. Ja. Wenn wir mal Zeit haben, rufe ich mal zurück. Ow, fucking brambles.
right? You don't leave by nightfall, you might not leave at all. Then let's find that kid and get out of here. Now cut the chatter. Was die Bilder zu sagen haben, habe ich auch noch. Keine Ahnung, also ein Waschbär ist das auf jeden Fall nicht. So. Also wir folgen einfach mal hier der Spur der gelb-schwarzen Bänder oder so. Ich würde sagen... Was macht er denn hier? Hallöchen? Komm jetzt. Das sind Suchtrupps hier. Junge, Junge, Junge. Okay. Okay, wir gehen. Okay, wo will er denn hin? Okay. This doesn't look related, but yeah, you never know. Why am I not surprised that this is what you... Was ist das denn? Also, das haben wir beim ersten Mal nicht gefunden. Das glaube ich mal nicht hier, du. Also, das haben wir beim ersten Mal nicht gefunden. So, wir müssen... Ich glaube, wir laufen hier mal lang wieder. Denn... Nee, hier geht das nicht durch. Wo ist... Oh. Ah, da ist er ja. Ja, er hat ja nichts. Nulli. Er hat doch nichts. Wie soll er denn da was riechen? Okay, weg. Ja, wie? Hast du... Fridolin. Das ist schön. Hast du genug getrunken? Nothing here. I should look somewhere else. Ja, wir müssen ja jetzt hier irgendwie wieder rauskommen. Das heißt also, wir müssten uns jetzt erstmal einen Weg suchen. Das heißt... Tja, wir sind jetzt hier mitten in der Senke und laufen einmal im Kreis. Das ist voll... Also hier sind wir runtergekommen, genau. Hier sind wir runtergekommen. Das heißt also, wir müssten... Geht das hier lang? Also irgendwo muss das ja hier lang gehen. Ne, da kommen wir oben wieder auf den Weg. Da wollen wir nicht hin. Oh, schon lange her, wo ich das hier gespielt habe. Also da sind wir eben lang gelaufen. Also ich weiß... Wo ist er denn? Da ist Fridolin. Hat er denn nur was? Nee, hat er nicht. Gut, hier kommen wir nicht durch. Das ist auch, weil die hier oben, das sind Absperrbänder. Da kommen wir nie durch. Genau, hier haben sie ja alles abgesucht. So, hier durchs Dickicht kommen wir nicht. Nee, wir müssen hier hoch. Wir müssen schon hier lang. Also hier müssen wir schon ein bisschen... Aber... Warte mal, den Weg... Nee. Den Weg sind wir nicht gekommen. Also den Weg sind wir auf jeden Fall nicht gekommen. Nicht wesig. Nee, den sind wir nicht gekommen. Aber wir sind den Weg hier, glaube ich, durchgelaufen, ne? Genau.
Ja, den. Ach, der Hund, ja, ja. Also den Weg sind wir durchgelaufen hier gerade. Dann würde ich sagen, wir laufen hier jetzt hoch. Würde ich jetzt so behaupten, laufen hier lang. Und dann kamen wir ja eigentlich auf dieses, ja, auf dieses Wasserloch drauf zu. So, und dann war es halt, ja, ich habe es, glaube ich, durch einen, ja, ich würde sagen, dummen Zufall habe ich es gefunden, dass ich irgendwo hier weggelaufen bin, links oder rechts. Nee, links war das. Da bin ich so einen Berg hoch, ich glaube hier, kann man hier hoch? Nee, nee, hier geht's nicht lang, Gott. So. Oh, ganz ruhig da oben. So, da haben sie auch alles abgesucht. Hier geht's nicht durch. Und ich glaube, hier geht's auch nicht hoch, ne? Ja, we'll find anything there. Let's try heading the other way. Ja, vielleicht sollten wir unten weiter suchen. Ja, weil wir suchen ja noch was. Da ist er. Aber er will schon wieder hier durch. Was hat er jetzt, ne? Okay, wo will er jetzt lang? Hat er jetzt was? Er schnuppert. Also er hat auf jeden Fall wieder was. Denke ich mal. Okay, seek. Okay, er hat was. Genau, Peter seine Mütze, so war das. Genau, die liegt ja links in irgendeinem, ja, Höhle oder. Na, gib mal her. Na, komm mal raus. Komm mal raus. So, ist fein. Tja. Sieht ein bisschen draggy aus, die Mütze. Baltimore Crows. Das ist Peters Cap. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? Genau. Lassen wir mal dran schnuppern. Dann gehen wir mal gucken. Eigentlich müsste er uns jetzt in die Richtung führen. I found Peters Cap. You did? Well, great job, Alice. Stay where you are. We'll join up with you and keep searching from there. Negative. Bull picked up a scent. I'm not risking him losing it. I'll keep you posted. Over and out. Komm, steck das weg. Genau, und jetzt kommen wir nämlich hier gerade durch. Bullet, wait up. Oopala. Das ist natürlich. Das ist wieder super. Okay, da geht das nicht lang. Ich glaube. Oh, das Herz schlägt schon wieder schneller. Ja, jetzt gleich kriegen wir diesen Anfall, diesen. Not now. Oh,
get a grip, Ellis. You've gone this far. I'm giving up now. Uiuiuiui, jetzt geht er los hier. Nee, nee, jetzt so eine komischen Anfälle durch durch damals. Muss ich dazu sagen, also durch den Krieg und durch allen anderen Gedöns hat er so eine Anfälle und eigentlich braucht er den Hund. Da kommt er. Oh, die Sache ist wieder gegessen. Also wenn er den Hund hat, ist wieder die Sache durch. Also ich weiß nicht warum, aber dann ist die Sache wieder komplett gegessen mit ihm. Also er hat den Hund und dann ist es supi. So, wir haben ja Peters Hut. Okay, er hat die Pferde noch. Oh, das ist super. Er hat mich einen Berg runterfallen lassen, der Junge. Also wirklich. Ich habe keine Zeit. Hey, hey. Telefon. Under control. It doesn't sound like it. Ellis, maybe you should... No, I said I'm fine. Mir fehlt nichts. Yeah. Nee, man, frag doch nicht so blöd. I think I saw something. I gotta go. Call you later. I'm sorry, Jess. Okay. So, das ist. Campsite? Jetzt sind wir das erste Mal bei diesem wunderschönen Camp, wo wir ja vorher auch schon mal waren. Und jetzt können wir halt Videos uns angucken und mit den Videos können wir halt ein bisschen Sachen. Ein bisschen ändern. Ist halt eigentlich so, mit der Kamera ist das halt wirklich sehr, sehr interessant. Muss man wirklich sagen. Also es ist wirklich sehr interessant. Und damit wird man so einige Sachen sehen. No, I'm fine. I'll deal with it. I just need a little more time. Ellis, what you need is help. I could have managed. Ellis, I can't do this anymore. What? What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Oh. Didn't say I love you for 5 fucking minutes? Genau, wir überspringen das mal, das Ganze. Das haben wir ja in der anderen Folge, also in den ersten Teilen auch schon gesehen. Wir wollen halt wirklich jetzt wirklich nur rein theoretisch nur diese, ja, ich sag mal, diese Storyline spielen, sag ich mal. So, wo ist er denn jetzt? Da hinten ist er, der Junge. So, die nehmen wir natürlich mit. Genau. Das ist, mithilfe der roten Videokassetten kannst du die Realität manipulieren. Achte auf die Umgebung sowie auf Objekte in der Nähe und im Video. Spule ein Video vor oder zurück oder pausiere es für den Schlüsselmoment, um den Status in der Position zu ändern. Also es ist eigentlich relativ cool, sag ich mal. Also man sieht das jetzt hier so, das Feuer. Da. Seht ihr das? Er spielt mit dem Auto. Er spielt mit dem Auto. Und links, neben dem Monitor, ist jetzt gerade mein Gesicht. Da ist der Hund gerade hingelaufen. Da ist halt Bullet. Da.
Ist halt relativ cool. Da steht das Auto auf einmal. Das ist halt das Spielzeugauto, was er denn gefunden hat. Probably Peters. Maybe Bullet can catch a scent. Bullet! So, komm mal her, ihr Schnüffelhund. You know what to do, buddy. Schnüffel. Like in training. Good boy. Now, you do great on the force if you're not so stubborn. So, natürlich ist es jetzt schön dunkel hier wieder mal. Das finde ich voll super. Nicht anhalten. Wenn du anhältst, machst du mir Angst. Hey buddy, what's wrong? Genau. Vor den Dingern hat der Hund Angst. Better now, Bullet? Hat Olga? Okay, packen wir erstmal ein. Wo ist er? Da ist er. Okay. Na. Ja, schön. Tasche in der Pause machen, das ist immer super. Schön. Good boy. I'm right behind you. I should pick up. Might be important. Bates to Ellis, come in. Go ahead. Go ahead. God damn it, Ellis. I've been trying to reach you for hours. First the kid, and now you. It's like the only thing I do is chase after whoever walks into this goddamn forest. Where the hell are you? We went down a ravine and headed north, up to an old campsite. Wait, what? We went through that area. We didn't find any campsite. Well, you didn't find Peter's cap either. Listen, we're still on the trail. We'll keep moving north. For Christ's sake, Ellis, stop playing a hero. Just sit your ass down till we find you. Emmett, just find the campsite and head north. I'll look for a landmark, something to point you in the right direction. Ellis. I'll keep you posted. Over and out. Okay. What's the matter, buddy? Machen wir kaputt. Arthur. Okay, Arthur. So geht weiter. Wo ist er hin? Da ist er. Okay. Geht los. Bullet, what's wrong? Ah. Work, damn it. Okay. Der Hund spielt verrückt. Taschenlampe spielt auch verrückt. Irgendwas passierte hier gleich. Mensch, Leute. Get a grip, Ellis. It's just a tree. Okay. Ja, ist nur ein Baum. Ellis to base. Emmett, I just wanted to say, I know I screwed up, and I'm sorry. I told you already, Ellis. What's done is done. No point in dwelling on the past. You found the kid's cap. You're still in one piece. And hey, at least we still got radio contact. All in all, could have been much worse. Yeah. Yeah, you're right. Thanks, Emmett. Over and out. Genau hier unten ist.
Leg dich mal rein da. Passt schon. So, wir suchen aber was Bestimmtes. Und zwar, wir wollen ja. Also hier ist ja der Baum. Oh, die Geräuschkulisse. Immer dieses Gefunke. Like reinforced concrete, foundations or trenches. Trenches? Well, there hasn't been any military presence in these parts since the Civil War. Ellis, are you sure? I know what I'm seeing, Lanning. All right. It's just... Yeah, we're gonna look for that campsite and the trenches or whatever they are. Over and out. Genau, dort gibt's ja jetzt ein Schloss, was ich bis den einem Tag noch nicht aufbekommen habe. Okay. Schön. Okay, er hat was gefunden. Er hat ein. Was hat er? Komm her. Candy wrapper. Really? Come on, bullet. Really? Go on. Come here, boy. So, schnüffel mal dran eine Runde. Go on. See if you can find something else. Good boy. Now show me. Also da müssen wir auf jeden Fall rein noch in diesen. Okay. Okay, er hat was gefunden. There you go, buddy. Ein Tape. Yeah, this is much better. Genau. Let's see. Dort. Wait, is that? Peter. Das haben wir, also diesen Ball, also da waren wir eben schon. Also wir waren, dort waren wir eben schon. Wir könnten höchstens gucken, ob wir das so über Liste kriegen, das Ding. Peter didn't run away. He was kidnapped. I found a tape. It shows the man who did it. What? How did... Wait, das heißt also, wir müssten... Alice, are you serious? Yeah, those tapes, they make things appear, but... There's no time landing. We have to find the kid. He's in serious danger. In the Alice, ending. Even if that's true, I can't let you go alone. We don't have much choice. Look, I won't do anything stupid. I'm just gonna find him and wait for you to catch up. Over and out. No, Alice, wait! God damn it! Okay, also, wir mal gucken, ob der Ball wirklich dort liegt. Come on, Bullet. Let's check him out. The video is shot around here somewhere. There it is. Er liegt doch da. Bullet! Come on, boy. Peter's in danger and we're the only ones who can help. Take me to it. Go get it, Bullet.
sure this is the right way, buddy? Okay. Hey. Okay, hier wieder hoch. Und hier wird's jetzt dicht. Bullet. Where are you, buddy? Come on, boy, don't make me chase you. Bullet, where are you? Da ist er uns. Okay, dort. Dort im Baum. Er zappelt. Come here, boy. Da. Dort. Sieht ein bisschen komisch aus, der Junge. Wo ist der Hund? Achte auf Bullets Verhalten sein. Heulen warnt dich vor Gefahren in der Dunkelheit, die auf dich lauern. Bleib während des Kampfes immer in seiner Nähe. Er hilft dir, Gegner zu bekämpfen, doch allein ist er verwundbar. Okay. So, geht weiter? Ja. Okay, gehen weiter. Eigentlich erstmal ein schönes blaues Tape. Okay. Blaues Tape ist immer. Wie gesagt, also die Monster, diese Wesen, die wir halt eben gesehen haben, die sind halt lichtanfällig in den Sachen, was das angeht. Er knurrt schon wieder. Da ist er. Boah, da stellen sich die Nackenhaare zu Berge bei den Geräuschen. Da war er. Also ich krieg grundsätzlich, ich weiß nicht, also wenn ich dieses Wesen sehe, krieg grundsätzlich Gänsehaut. Ich weiß nicht warum, aber ich bekomme wirklich Gänsehaut bei denen. So, dort müssten wir eigentlich durch. Das heißt also, wir müssten uns mal kurz ein Video angucken. Das ist aber nicht das, sondern das ist das mit dem Ball. Und jetzt hebt sich der Baum. So. Der Baum steht dort wieder an Ort und Stelle. Ja, Bullet ist schon wieder mal durchgelaufen. Wäre zu einfach gewesen. Alice, answer me. Do you copy, Alice? Oh, go ahead.
Also es wäre zu einfach gewesen, da einfach durchzulaufen und dann... Die Frage ist halt... Also die Frage ist halt, die sich mir halt stellt, ist halt, können wir wirklich den Jungen finden? Also Peter, wirklich finden oder nicht? Das ist halt echt so die ganze, ganze Frage, finde ich. So, wir müssten eigentlich... Ich glaube, wir müssten hier hoch. Irgendwo hier geht er wieder lang. Ah, dann ist er nur noch so dunkel hier. Wenn ich kaum was sieht. Nee, hier kommen wir nicht so durch, oder? Doch einfach gerade durchlaufen. Schnüffelt mir zu viel hier. Ja, schon wieder voll auf Agro-Modus. Aber ich gibt es nichts. Ich glaube, hier gab es nichts. Ich würde sagen, wir gehen da lang. Da kommen wir wieder zum Wasser runter. Okay, wenn wir da durchlaufen, kommen wir wieder zurück zum Auto, würde ich sagen. Genau, da kommen wir wieder zum Auto ran. Okay. Dort sind wir gerade durchgelaufen. So, dort könnten wir jetzt auch hochlaufen. Aber wir sollen, glaube ich... Sind wir auch schon durchgelaufen. Also der Hund, also Bullet ist immer noch neben uns. Okay, hier geht's nicht weiter. Also wir müssen nicht. Wir müssten mal zu dem alten Baum. Aber man muss auch. Wir brauchen ja irgendwie noch eine Zahlenkombination. Die brauchen wir auch noch. Die Frage ist nur, wo finden wir die? In dem ganzen Tumult. Ja, und schon sind wir wieder da. Das würde mich halt interessieren. Wir laufen jetzt hier lang, dann könnten wir hier links hochlaufen.
Dann sind wir ja wieder in diesem komischen, ja, Landing. Und für das Landing bräuchten wir einen PIN-Code. Bis dato habe ich echt noch keinen gesehen an PIN-Code. So, jetzt sind wir wieder am Baum. Er steht am Baum. Wo denn? Mit der Länge von Bonivagen. Talk to me like I'm crazy. Oh, what do you want me to say, Ellis? That it's all fine and dandy? Because I sure as hell tried that, and it didn't work. Screw you, Emmett. I don't need your help. It's you who needs me. Now, I'm the only person in this goddamn forest who is even remotely close to finding that kid. Emmett. You there? Emmett. God damn it. Da kommt er. Da. Also er kommt immer dichter. Okay, vorbei. Gänseganter. Ist immer nicht ganz cool mit dem. Man auf Kopfhörer hört sich das echt, echt komisch an. No reception. Gesundheit. I think I'm getting used to things not making any damn sense. Mm-hmm. Das ist natürlich gut, ne? Ja. Also wir sollen uns bewegen, bevor wir den, ne? Menschen, die stehen, haben eine 99% höhere Sterberate. Ist schön. So. Super. Das ist halt auch mal ein richtiges Polizeiauto. Tja, im Moment war er noch komplett schrottreif. Da gebe ich ihm recht. Emmett, I know you're there. Please, answer me. Come in, Emmett. I know you're there. I just found your car. Come on, Emmett. Talk to me. Der will nicht mit dir reden. The light. Sage das Licht. Okay. The light? Turn on the lights. What? The headlights. Turn them on. Why? Who is this? Hello? Yeah, why the hell not? Hey, where'd you find him? Like it matters.
Danke für den Autoschlüssel. Wait here, buddy. Hau rein den Schlüssel. Springt sowieso nicht an. Another missing person? Okay. Steht aber auch keine Zahlenkombination drin. Okay. Steht auch nichts drin. So. Oh, no battery. I should take a look under the hood. Bin ja leider Gottes nicht in meiner Hut. Hau ran, das Ding. Stay here, boy. Mhm. Das habe ich auch vorher nicht gewusst. Wissensquiz. Die 7 ist eine 20 Ampere. So was brauchen wir denn nicht? Was ist denn die 6? Die 6 ist Zigarettenanzünder, dann können wir die doch nehmen. Gibt es erstmal ein Hundeleckerli. Erstmal Runde bestechen hier den Jungen. Yeah, good boy. Hau rein. Jetzt geht das mal los hier. Jazz, 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 Jazz. Der Preis. Hä? Okay, dann muss ich nicht. Echt jetzt? Das ist die Nachricht. Ich hätte, glaube ich, die Scheinwerfer nicht anmachen dürfen. Das ist die Nachricht für das Schloss. Das heißt, das, so kriegen wir das Schloss auf in dem Landing. Die Frage ist, kommen wir nochmal zurück ins Landing? Das ist halt die große Rätselfrage. Weil ich glaube nicht. Wir hätten eben die Scheinwerfer nicht anmachen dürfen, denn wären wir wieder zurück von da aus wieder ins Landing gelaufen, hätten die Tür aufgemacht.
Das ist jetzt natürlich für mich ein bisschen sehr, sehr ärgerlich. So, wir müssten. Ja, wir nehmen einfach hier mal Slot 3, der Sturm. Kapitel 4 sind wir natürlich. Also die Kapitel gehen relativ smooth wie Puff. Ich würde sagen, ich guck mal, wie ich zurückkomme in das Landing. Wir haben ja jetzt die SMS gekriegt. Das heißt also, wir müssen mal gucken, wie wir dort wieder hinkommen. Zu diesem Baum. Damit wir dann halt diesen PIN-Code eingeben können, damit wir dann halt auch. Ja, ich würde sagen, dass wir denn da auch reinkommen in die Tür. Wenn ich das geschafft habe, nehme ich euch gerne mit. Auf jeden Fall, dann gehen wir da mal rein gemeinsam und dann gucken wir uns das mal gemeinsam an. Ich würde aber erstmal sagen, bis dahin würde ich jetzt erstmal sagen, bin ich erstmal raus. Also wir haben das ja jetzt gespeichert. Ich gucke, wie ich wieder zu dem Landing zurückkomme. Und dann zeige ich euch, wie wir da reinkommen in das Landing. Und den PIN-Code haben wir ja. Und diesen PIN-Code werden wir dann auch nutzen und werden uns das dann gemeinsam anschauen, wie es denn dort weitergeht im Landing. Ich bin erstmal raus für heute aus dem Video von Blair Witch Remake. Und wir werden mal schauen, dass wir dann in Folge 2 vom Remake dort auch reinkommen. Und bis dahin sage ich, haut auf die Glocke und gebt einen Like. Vielleicht schreibt ihr auch einen Kommentar. Wenn ihr eins schreibt, sagt einfach, wie hat euch dieses Video, dieses Remake-Video gefallen und seid ihr interessiert an weiteren Folgen. Wäre halt ganz cool, wenn ihr mir das zukommen lassen würdet. Und ich verabschiede mich. Bis dahin, haut rein, ihr Lieben. Wir sehen uns.